Wie kam dieses Projekt Over the Rainbow zustande? Eigentlich mit einem Anruf von Joe, der mich fragte, Mensch, wärst du interessiert? Ich habe Bobby auf der anderen Leitung noch und dann war Bobby auf einmal auch noch mit drin im Konferenzcall. Und eigentlich ist es so entstanden, dass mich Bobby, wie gesagt, gefragt hat und ich habe zu ihm ganz klar gesagt, pass auf, ich brauche ein bisschen Bedenkzeit, mindestens einen Monat. Ich will ein paar Sachen abklären und daraufhin haben die auch gesagt, kein Problem. Und dann bin ich, wie gesagt, zu meinem Vater gegangen, habe mit ihm darüber gesprochen, habe mich mit Fans unterhalten, habe im Prinzip eine Entscheidung treffen müssen, die für mich auch nicht einfach war. Aber ich habe dann im Endeffekt mich entschieden, das zu machen. Und ja, und bin jetzt super glücklich, weil ich die Resonanz von den Fans bekomme, die super alle dankbar sind. Und für mich ist das jetzt ein absolutes, wie soll ich sagen, also Highlight im Live. Ritchie darauf reagiert, darauf, dass seine alte Band Rainbow jetzt so wiederbelebt wird? Ganz cool eigentlich, ganz locker. Für ihn war ja klar, er macht seine Musik und ist damit durch. Und als er das hörte, sagt er zu mir, ja, kein Problem, mach. Weil ich habe ihn definitiv, ich habe gefragt, ist das in Ordnung für dich? Und das war für mich einer der wichtigsten Gründe, sowieso gleich am Anfang mit ihm darüber zu sprechen. Er hat ganz locker darauf reagiert, hat zu mir gesagt, pass auf, du bist Gitarrist, kein Problem, mach das. Ich finde das super, mach und gar kein Problem. Und daraufhin bin ich dann los und habe zu Joe gesagt, pass auf, das erste okay habe ich schon mal, jetzt will ich noch ein paar andere Sachen abklären. Ja. Shooting,
habt jetzt schon einige Konzerte hinter euch, Osteuropa, Türkei, man hört von ausverkauften Häusern. Ja. Wie ist da so die Resonanz? Die Resonanz ist super. Wir haben wirklich vor ausverkauften Häusern, wir haben vor 5000 Leuten, vor 6000, 7000 Leuten gespielt. Also es war wirklich super, in Russland, also überall, auch jetzt, wo wir wieder nach Europa kamen, auch so Schweden und so weiter und so, Tschechien, eigentlich jedes Land, wo wir bis jetzt gewesen sind, ausverkauft, nicht nur das ist ausverkauft, es geht gar nicht mehr da, aber auch die Fans, wie enthusiastisch, also wie excited diese Menschen sind, weißt du, wie die das aufnehmen, was wie ein Feedback rüberkommt, in ersten Reihen, junge Kiddies und die alle die Texte können und so, also es ist aufregend, es ist total phänomenal, super, astral. Fühlst du dich da selber dabei, die Musik deines Vaters so jetzt wieder unters Publikum zu bringen? Ja, wie fühle ich mich dabei? Ich fühle mich eigentlich so dabei, wie es von den Kids aufgenommen wird oder von den Leuten. Im Prinzip gebe ich denen das, was sie immer gehofft haben, was mal wiederkommt. Jeder hat ja darüber geredet und gemacht und gerne. Ich kann nur das wiedergeben, was ich bin halt der Sohn und versuche irgendwo was in dieser Band. Es besteht ja nun mal aus 4 Mitgliedern, die alle Rainbow-Mitglieder waren und mir, dem Sohn. Und wir versuchen unsere Sache so zu machen, wie sie es auch vorher gemacht haben, eben nur mit meinem Vater zusammen. Und ja, also ich bin eigentlich so zufrieden, wie wir das machen. Und also ich würde da jetzt nichts verändern oder so.
Fühlst du deinen persönlichen Stil, die Gitarre zu spielen, sehr ähnlich auch zu dem deines Vaters? Ja, sicherlich, klar. Hier ist ja irgendwo, es steckt ja was im Blut und so. Ich gehe natürlich meinen eigenen Weg, ich habe eine ganz andere Geschichte und mein Vater hat ja einen ganz anderen Werdegang und so. Aber nichtsdestotrotz mache ich meinen eigenen Stil und fühle mich schon so in diese Richtung, klar. Also das würde ich schon sagen, also angelehnt an diese Sache ist es auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall vor, jetzt zum Ende des Jahres, dann oder Anfang Frühjahr oder vom nächsten Jahr eben halt, neue Songs auf den Markt zu bringen und den Leuten zu zeigen, hier sind wir wieder. Und das wird auf jeden Fall passieren. Und dann eben, wie gesagt, wieder mit Tourneedaten und so weiter gespickt. Und ja, es wird auf jeden Fall so neues Material geben am Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Richtung wird es gehen? Wird es anlehnen an die Rainbow-Tradition? Ja, hier muss man ganz ehrlich sagen, es war ja immer schon so, dass die ganze Band mit meinem Vater drumherum die Songs gemacht haben. Also es waren immer alle involviert in den Song, in das Songwriting. Das ist auch weiterhin so. Also es ist hier nicht so, dass das einer allein hier Songwriting macht, sondern es sind, wie gesagt, alle mit beteiligt. Ich würde sagen, von dem, was ich jetzt weiß, was ich natürlich weiß von den einzelnen Musikern und von mir selber, das wird eine Mischung sein von dem genau, was ich mir persönlich wünschen würde von dieser Geschichte. Es wird sehr rockig werden, wie wir das auch in den Anfangszeiten gehabt haben mit Dio und das zieht sich wie so, wir haben natürlich immer noch Joe, der das natürlich wieder in seiner Welt singt und so weiter und so fort, aber nichtsdestotrotz wird das sehr rockig werden, bleiben, aber mit einem Touch vielleicht, was auch ich gerne möchte, von der neuen Zeit, von 2009 eben halt auch mal ein bisschen was. Also es wird bestimmt sehr interessant. Also das kann ich auf jeden Fall garantieren. Also das ist, ja, gut, super, alles klar. Klasse, super. Sehr schön, prima. Gut.